Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem Video möchte ich ein kleines HTML-Beispiel durchspielen und dabei die Erkenntnisse, die wir bislang gesammelt haben, wie man ein Dokument strukturiert aufbaut, zusammenführen. Die Idee ist, dass wir in der nächsten Woche dann zu einer solchen Webseite hier kommen, die offensichtlich schon ein bisschen was an Gestaltung erfahren hat. Heute werden wir uns erst einmal nur um den HTML-Teil davon kümmern, aber noch nicht um die Gestaltung. Es wird also in diesem Video lediglich um die Strukturierung gehen und in der nächsten Woche, wenn wir die Grundlagen der Cascading Style Sheets kennengelernt haben, nutzen wir aus, dass wir bereits ein gut strukturiertes Dokument vor uns haben, um dem dann auch ein angemessenes Layout verpassen zu können. Das Layout soll dann in dieser Art erfolgen, wie wir es hier sehen. Wir wollen eine Überschrift oben über der Seite haben, auf der ein kleines Banner liegt, mit einer Art kleinem Untertitel. Auf der Seite selber sollen sich dann einige Buchtipps, in unserem Fall nur drei, befinden. Sprich, in drei einzelnen Beiträgen, drei einzelnen Artikeln, sollen die Bücher vorgestellt werden. Unter dem gesamten Dokument soll sich dann noch eine Fußzeile befinden, wie wir das in einem vorhergehenden Video schon einmal kurz gesehen hatten. Wie ich das gerade schon beschrieben habe, haben wir schon ein bisschen was von der Struktur erkannt, die diese Seite besitzt. Das oben ist offenbar so etwas wie ein Header. Das ist der Teil, der oberhalb des eigentlichen Dokuments liegt und nicht so richtig zum Inhalt der Webseite gehört. Er dient vor allem dazu, dass man als Besucher dieser Seite erst einmal einen Überblick bekommt, worum es hier auf dieser Seite überhaupt geht. Darunter haben wir dann den eigentlichen Inhalt der Seite. Das sind diese drei Artikel, in denen jeweils ein Buch besprochen wird. Wir sehen hier also schon wieder Strukturelemente. Und unten drunter haben wir eine Fußzeile. Genau diese Struktur werden wir gleich in HTML wiederfinden. Und damit machen wir uns jetzt auf in unsere Entwicklungsumgebung und sehen zu, dass wir diese Seite gebastelt bekommen. Wie gesagt, erstmal noch nicht in hübsch, das machen wir dann nächste Woche. Erst einmal geht es nur um die Strukturierung, also rein um den Inhalt, dass dieser vernünftig aufgearbeitet ist. Damit wenden wir uns jetzt unserer Entwicklungsumgebung zu, wo wir das Ganze nun aufbauen wollen. Wir wollen insgesamt zwei Seiten bauen. Wir haben eben auf dem Bildschirm nur eine Seite davon gesehen, nämlich die Startseite. Aber unten an den Kurzbeschreibungen der Bücher steht jeweils weitere Informationen, wo man über einen Link dann natürlich zu weiteren Informationen über das jeweilige Buch kommen können soll. Eine dieser Seiten werden wir auch bauen, aber das gucken wir uns später an. Als allererstes wollen wir nun diese Seite, die wir gerade gesehen haben, in ihrer Struktur erstellen. Wir machen das wie üblich, indem wir unsere Vorlage hernehmen, sie einmal kopieren und in beispielsweise buchtipps.html umbenennen. Diese Seite laden wir einmal in unseren Editor und geben ihr dann einen vernünftigen Namen, nämlich eben zum Beispiel Buchtipps, einen vernünftigen Titel meine ich natürlich. Wir wollen zunächst den Header oben auf der Seite erzeugen. Oben steht also zunächst einmal Haralds Buchtipps. Und darunter dieser Text hier ist eine kleine Liste mit Büchern, die ich euch empfehlen möchte. Das oberste Haralds Buchtipps ist offensichtlich eine Überschrift gewesen. Also fügen wir nun eine solche ein und anschließend einen Absatz mit dem gewünschten Text. Dieser Teil ist ja nicht Bestandteil des eigentlichen Inhalts, sondern eher eine Art Header, eine Art Vorspann. Daher wollen wir das auch genau in der Struktur hier entsprechend abbilden, indem wir sagen, dies soll ein Header sein. Dann müssen wir jetzt genau diesen Teil, den wir im Header stehen haben wollen, natürlich auch dort hinein verschieben. Jetzt können wir uns diese Webseite, soweit wie sie jetzt ist, einmal im Browser angucken und sehen dort wenig überraschend genau das, was wir gerade geschrieben haben. Darunter sollen nun die einzelnen Bücher beschrieben werden. Dafür können wir die Strukturierungselemente benutzen, die wir in einem vorhergehenden Video schon kennengelernt haben. Eines davon ist das Strukturelement Article. Wir könnten auch eine Section nehmen, darüber kann man sich jetzt beliebig lange den Kopf zerbrechen oder sich einfach ganz pragmatisch für eines dieser Elemente entscheiden. Wir verwenden hier einfach mal das Article-Element. Das Tag müssen wir öffnen und natürlich auch wieder schließen und davon brauchen wir dann so viele, wie wir Bücher haben, also in unserem Falle drei Stück. Denn so viele Bücher wollen wir auf dieser Seite vorstellen. Die Artikel haben noch keinen Inhalt und wenn wir das hier drüben im Browser neu laden, sehen wir entsprechend auch noch keinerlei Veränderung. Aber das ändern wir gleich, indem wir in die Artikel Inhalt einfügen. Also wenden wir uns nun den einzelnen Büchern zu und beginnen ganz unkonventionell mit dem ersten. Das soll natürlich eine Überschrift mit dem Titel des Buchs erhalten. Und darunter, vielleicht in einer anderen Überschriftsgröße, den Namen des Autors. Man könnte den Autor auch als einen Absatz formatieren, aber wir machen das hier einmal als eine Überschrift zweiter Kategorie, habe ich mir überlegt. Hier gibt es kein richtig oder falsch, sondern da ist ganz viel Geschmackssache, außer die Aufgabenstellung legt genau fest, was zu machen ist. Wichtig ist aber, dass man eine vernünftige Struktur anlegt, die man dann auch konsistent durchhält. Dann braucht man natürlich jetzt den Text, der die Kurzbeschreibung dieses Buches enthält. Den setzen wir als einen ganz normalen Absatz und damit ihr mir nicht beim Tippen zugucken musst, habe ich diesen Text schon mal vorab produziert, damit das hier etwas schneller geht. Dann brauchen wir noch die Fußzeile, in der auf weitere Informationen verwiesen wird. Dafür versehen wir den Artikel mit einem Fußabschnitt, einem Footer.
In den schreiben wir genau diesen Text weitere Informationen. Aber natürlich soll das ja nicht einfach so da stehen, sondern man soll hier auch wirklich zu weiteren Informationen gelangen. Und dafür fügen wir nun hier einen Link ein mit einem href-Attribut, das uns sagt, wo es dann hingehen soll für die weiteren Informationen. Und wohin soll dieser Verweis führen? Wir werden gleich noch eine zweite Seite bauen. Ich habe mir überlegt, dass die dann wie dieses Buch heißen soll, also whalerider.html. Und genau das geben wir hier also als Ziel, als Wert für das href-Attribut an. Damit sind wir fast fertig. Ich möchte allerdings, dass zu jedem Buch auch das Cover angezeigt wird. Wir wollen also ein Bild in den Artikel einfügen. Ich hätte das gerne am Anfang des Artikels stehend. Wir werden das später noch hübsch positionieren, aber das machen wir erst in der nächsten Woche. Wie binden wir ein Bild ein? Das geht mit dem Image-Element. Wir schreiben also das entsprechende Tag, geben dazu mit dem Source-Attribut an, wo das Bild liegt. Jetzt müssen wir einmal überlegen, wie wir das Ganze organisieren. Ich benutze unseren Unterordner Bilder, den wir ja schon angelegt haben, und lege in diesen Ordner gleich noch ein Bild hinein, das ich genauso benenne wie das Buch, also Whale Rider, aber nun mit der Endung JPG, weil es sich dabei um eine JPEG-Datei handelt, also ein Bild im JPEG-Format. Wir schreiben das also zwischen die Anführungszeichen und legen jetzt noch mit dem Alt-Attribut fest, welcher Text angezeigt werden soll, wenn das Bild nicht angezeigt werden kann. Da schreibe ich jetzt einfach Cover Whale Rider hinein. Damit ist das erste Buch auch schon erledigt und wir können uns das jetzt im Browser angucken. Das Bild wird jetzt natürlich noch nicht angezeigt, da wir es ja noch nicht an die richtige Stelle gelegt haben. Daher wird anstelle des Bildes der Alttext angezeigt. Wir sehen aber schon einmal die Überschrift mit dem Titel des Buchs, die Überschrift zweiter Kategorie mit dem Namen des Autors, die Kurzbeschreibung des Inhalts und schließlich noch den Link Weitere Informationen, der natürlich auch noch nirgendwo hinführt, weil wir die Seite whalerider.html ja noch gar nicht erstellt haben. Jetzt wollen wir dafür sorgen, dass das Bild erscheint. Ich habe das mal wieder vorbereitet und kopiere das Bild aus einem anderen Ordner auf meiner Festplatte in unseren Ordner Bilder. Ich mache das gleich vorsichtshalber auch noch für die beiden anderen Bilder mit den Buchcovern, die ich hier auch schon in einem anderen Ordner liegen habe. Jetzt haben wir alle unsere drei Bilder hier, laden die Webseite noch einmal erneut und sehen, dass immer noch nichts passiert. Das Bild wird nicht gefunden. Woran liegt das? Nun, ich habe die Bilder ja in den Unterordner Bilder gelegt. Also muss ich das hier entsprechend auch angeben, dass ich den Pfad hier mit berücksichtige und sage, im Verzeichnis Bilder liegt dieses Bild. Dann laden wir das noch einmal neu und sehen jetzt, dass es nun tatsächlich geklappt hat. Nun machen wir das ganz analog wie für das erste Buch auch für die weiteren Bücher. Faul wie ich bin, nehme ich einfach den Quelltext von hier oben und kopiere in den zweiten Artikel hinein. Ich übernehme einfach schon mal diese Anfangsstruktur mit dem Bild und mit dem Titel des Buchs sowie dem Namen des Autors. Das zweite Buch heißt Unter dem Tagmond, deshalb setze ich das hier entsprechend auch ein. Und auch das Cover ist natürlich jetzt das von dem Buch Unter dem Tagmond. Das Bild zu dem Buchcover hieß allerdings nicht Unter dem Tagmond, sondern einfach nur kurz Tagmond. Also muss ich das hier auch entsprechend hineinschreiben. Und die Autorin dieses Buches heißt auch anders, nämlich Carrie Halm. Jetzt benötigen wir wieder einen Absatz, in den wir die Kurzbeschreibung dieses zweiten Buches einfügen können oder hineinschreiben können. Ich habe das wieder mal vorbereitet, damit ihr mir da nicht zugucken müsst, wie ich das mühselig tippe. Und daran anschließend kommt wieder ein Footer, den werde ich wieder kurzerhand von hier oben übernehmen, weil das einfacher ist und mit Tipparbeit spart. Und muss jetzt natürlich das Ziel dieses Verweises hier anpassen. Da habe ich es mir ganz bequem gemacht und verweise hier jetzt zur Abwechslung einfach mal auf den entsprechenden Artikel in der Wikipedia. Ich bin hier zu faul gewesen, selber eine weitere ausführliche Beschreibung anzufertigen. Jetzt können wir diese Datei hier wieder speichern und im Browser erneut laden. Und wir sehen, dass jetzt das zweite Buch auch da ist. Und wenn wir hier auf weitere Informationen klicken, kommen wir auch tatsächlich auf die entsprechende Wikipedia-Seite, auf den Artikel dazu. Jetzt folgt noch der dritte Artikel. Wir gehen dazu genauso vor wie eben auch schon. Ich kopiere mir wieder die ersten drei Zeilen hier heraus, füge sie in diesen Artikel ein und muss das entsprechend ändern. Das Buch, das ich hier habe, heißt Warriors. So habe ich auch das Bild genannt. Das heißt, hier kann ich es mir jetzt ganz bequem machen und direkt dreimal einfach Warriors hineinkopieren. Und der Autor ist Alan Duff. Dann folgt wieder ein Absatz, in den die Kurzbeschreibung des Buches hineinkommt. Wie immer habe ich mir die schon vorab vorbereitet. Und dann brauchen wir natürlich auch wiederum einen solchen Footer, den wir hier einfügen. Also kopieren wir uns den auch wieder aus dem vorhergehenden Artikel und machen wieder einen ganz bequemen Verweis auf die Wikipedia. Und das war es dann auch schon.
Wir speichern das wieder und gucken uns die Webseite noch einmal an. Und jetzt sehen wir also hier die drei Bücher. Zunächst einmal das erste Buch, hier das zweite Buch und hier auch das dritte Buch. Und auch hier, wenn wir auf den Link klicken, landen wir auf der entsprechenden Seite in der Wikipedia. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist die Seite wellrider.html. Die müssen wir nun erstellen. Wir hatten das hier oben so angelegt, dass die Datei im selben Ordner liegen soll. Das sehen wir ja hier, hier ist kein Pfad angegeben. Das heißt, wir müssen diese Datei also hier in demselben Ordner wie auch die Datei Buchtipps erzeugen. Wir machen wie üblich eine Kopie unserer Vorlagedatei und nennen diese exakt so, wie wir das da oben in dem Link angegeben haben, also wellrider.html mit dem großen W und dem großen R. Manchmal spielt Groß- und Kleinschreibung keine Rolle, aber sicherheitshalber sollte man das immer genau so schreiben, wie man das in dem Link auch getan hat. Diese Datei öffnen wir nun in unserem Editor, um dort nun die ausführliche Buchbeschreibung anzugeben. Wir geben als Titel sinnvollerweise den Titel des Buches auch an. Und in den Body hinein müssen wir jetzt natürlich die Beschreibung unseres Buches setzen. Da geben wir zunächst einmal eine Überschrift erster Kategorie an, wo jetzt eben genau das Buch Whale Rider beschrieben werden soll, haben wir ja gesagt. Auch der Text wird noch einmal eine gewisse Struktur haben. Und zwar haben wir zunächst einmal eine kurze Einleitung, in der es eine Inhaltsübersicht über das Buch gibt. Im Folgenden werden dann noch die Handlung und weitere Dinge beschrieben. Auch dieser Text ist übrigens aus der Wikipedia geklaut und er ist tatsächlich ein Text über den Film, nicht über das Buch, aber das soll uns an dieser Stelle nicht stören. Weil sich dieser weitere Text wieder in unterschiedliche Abschnitte gliedert, möchte ich auch das wieder in der HTML-Struktur widerspiegeln. Dazu verwende ich dieses Mal nicht das Article-Element, sondern das Section-Element. Wir legen also eine erste Section an, die eine Überschrift enthält, sodass der Leser weiß, dass hier nun die Handlung beschrieben wird. Ich verwende hier eine Überschrift zweiter Kategorie, weil wir schon eine Überschrift erster Kategorie oben über dem gesamten Artikel haben. Dann kommen hier nun mehrere Absätze hin mit eben der Beschreibung der Handlung. Ganze Menge Text, die wir hier haben, aber das soll uns jetzt nicht im Detail interessieren. Ist wie gesagt alles nur Demotext, der aus der Wikipedia stammt. Hier unten endet dann die Section. Eine Section allein gibt nicht viel Sinn, also erstellen wir eine weitere Section, die sinnvollerweise wieder eine Überschrift bekommt. Hier soll die Critical Reception beschrieben werden. In diese Section sollen jetzt zwei Textabsätze eingefügt werden, auch die habe ich wieder vorbereitet, sodass wir also jetzt diesen Text hatten. Nicht ganz so viel wie eben beim ersten Abschnitt, aber das soll es dann auch insgesamt an Text für diese Seite gewesen sein. Die Seite möchte ich mit einem Footer abschließen, indem wir noch eine Quellenangabe vornehmen. So wissen die Leser, dass der Text hier nicht von mir stammt und dass er sich auf den Film und nicht auf das Buch bezieht. Durch die Einrückungen im Quelltext, die wir hier haben, bleibt das einigermaßen übersichtlich und ich würde euch empfehlen, das auch so zu machen. Ihr seht ja auch schon, dass der Editor ganz vieles davon automatisch für uns erledigt hat. Aber wenn man das nachträglich bearbeitet, kann auch leicht mal was durcheinander kommen. Insofern immer mal ein bisschen aufräumen, das ist immer ganz sinnvoll. Damit haben wir jetzt diese Seite komplett erstellt und wenn wir unsere Seite hier drüben im Browser noch einmal laden, hat sich an dieser Seite natürlich nichts geändert. Aber wenn wir jetzt bei dem ersten Buch auf weitere Informationen klicken, erhalten wir unsere gerade erstellte Seite mit der ausführlichen Beschreibung des Buchs Whale Rider, die wir gerade angefertigt haben. Jetzt können wir einmal vergleichen. Das ist der Stand, den wir jetzt haben und das ist das Ziel, wo wir noch hinwollen. Wir sehen also, da liegt noch ein bisschen was an Arbeit vor uns. Aber man erkennt schon, hier befindet sich tatsächlich der Text auf der Seite. Die Titel der Bücher, die Autoren sind jeweils genannt. Die Cover werden in einheitlicher Größe oben links in der Ecke jeder Buchbesprechung angezeigt. Dazu dann der eigentliche Text mit den Beschreibungen unserer Bücher und unter jedem der Verweis auf weitere Informationen. Ganz unten dann schließlich noch diese Fußzeile. Alles das ist also da, aber natürlich in einer ganz anderen Form. Wie wir das also nun in Form bringen können, werden wir uns in der nächsten Woche angucken. Dazu müssen wir erst einmal Cascading Style Sheets kennenlernen. Die Struktur unserer Dokumente ist aber schon mal so gut vorbereitet, dass wir das dann recht einfach hinbekommen. Auch das wird noch ein bisschen Arbeit sein, aber insgesamt wird es doch recht einfach möglich sein, ein vernünftiges Layout zu erstellen, weil wir hier eine saubere Vorstrukturierung vorgenommen haben. Und diese ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass wir in Zukunft solche Seiten gestalten können. Das soll dann auch das kleine HTML-Beispiel gewesen sein. Damit haben wir jetzt also kennengelernt, wie wir die einzelnen HTML-Elemente im Kontext miteinander verwenden, sodass sie miteinander zusammenspielen und wir komplette Webseiten damit strukturieren können. Gestalten, wie gesagt, ist noch einmal eine Angelegenheit für sich, aber wir können sie zumindest schon einmal strukturieren. Damit soll es das auch für dieses Video gewesen sein. Tschüss, bis zum nächsten Video.